Künstliche Intelligenz ist schlauer als wir, ist schneller als wir, kann millionenfach mehr Daten verarbeiten. Was ist, wenn sie in Zukunft auch die Börsen beherrscht? Und wird es bei so einem mächtigen Gegner für uns als Kleinanleger nicht Zeit, dass wir uns langsam mal von den Börsen verabschieden? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Also, ich habe ja nichts gegen Frauen. Sie warten jetzt auf das Aber. Oder sie denken vielleicht sogar, dass sie das Aber fast schon gehört hätten. Warum tun sie das? Weil nach so einer Aussage fast immer ein Aber kommt. Das nennt man Predictive Coding. Wir kennen Muster und das Gehirn macht damit dann automatisch eine Vorhersage, wie es weitergeht. Es ist ein bisschen so wie beim Autovervollständigen. Und wenn das dann aber nicht eintrifft, dann sind wir zumindest ein bisschen irritiert. Und so funktioniert auch ein bisschen die Börse, jedenfalls zum Teil. Wir haben eine Situation, wir gleichen die mit unserem Wissen ab und mit unseren Erfahrungen und haben dann idealerweise eine Vorstellung, was als nächstes passiert. Das ist Mustererkennung und darin sind wir gut. Es gibt aber jemand, der da noch viel besser ist und in vielen anderen Dingen auch, nämlich die künstliche Intelligenz. Ist sowieso gerade ein Riesenthema, spätestens seit ChatGPT und inzwischen gibt es ja auch die neueste Version ChatGPT-4. Die Tester sind begeistert, die Bild-Zeitung schreibt, als hätten sie Gott gesehen. Gut, das wird sich Gott nicht bieten lassen, natürlich. Mal sehen, wie das für Springer ausgeht. Aber wie auch immer, alle sind aus dem Häuschen und in dem Zusammenhang kurz noch, wie läuft's da eigentlich gerade in China mit künstlicher Intelligenz, wo da ja auch gerade unfassbare Summen rein investiert werden. Dazu haben sie von uns heute einen Zukunftsmärkte-Report gekriegt. In China kommen jetzt ja auch die ersten Chatbots und China kann sich's auch nicht leisten, da zurückzufallen. Und in unserem Report geht's darum, was kann man sich da jetzt aus China erwarten und welche börsennotierten Unternehmen mischen da mit. Und Sie können den Report sofort lesen, wenn Sie wollen. Die Reports sind kostenlos. Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Bildschirm. Alles für Sie komplett gratis von uns. Aber egal wo und wie, es wird sich viel ändern durch die künstliche Intelligenz und sie wird auch einiges verdrängen. Und besonders stellt sich aber für uns natürlich auch die Frage, wie sieht das in Zukunft an der Börse aus, wenn es Maschinen gibt, die viel schlauer sind als wir und die auch viel mehr Daten verarbeiten können. Wird es da für uns als Kleinanleger nicht langsam doch ein bisschen zu ungemütlich? Computerhandel, Handelsprogramme, Algo-Trading und all diese Dinge, das gibt es an der Börse schon lang. Man schätzt, dass 70 bis 80% vom gesamten Börsenhandel inzwischen automatisiert abgewickelt werden. Und die Schätzung ist auch schon ein paar Jahre alt. Also zum Beispiel, wenn ein Anbieter Indizes abbilden will, dann kauft und verkauft er die Aktien automatisch, das ist klar. Oder so Arbitrage-Programme, die Aktie kostet in New York ein Viertelcent weniger, also da kaufen, hier verkaufen, solche Sachen. Dann natürlich Strategien, die umgesetzt werden, automatisiert, das ist sehr wichtig. Und dann gibt es auch noch so berühmt-berüchtigte Sachen wie wenn Orders von einem Algorithmus vorgetäuscht werden und dann schnell wieder zurückgezogen, dass man da also sozusagen das Orderbuch eigentlich manipuliert. Und auch so Dinge wie Algo-Sniffing, also dass versucht wird, dass man mit seinen Algo-Strategien anderen Algorithmen zuvorkommt und nachdem man die dann eben erkannt hat. Also es wird alles schon gemacht, es ist alles nicht neu. Man kann es aber wahrscheinlich noch besser machen, viel, viel besser, wenn das alles unterstützt wird von einer starken, potenten künstlichen Intelligenz. Was könnte die zum Beispiel besser machen? Ich fange mal mit was Harmlosem an.
Eine künstliche Intelligenz kann natürlich viele Daten auswerten, also wenn sie zum Beispiel Zugriff hat auf die ganzen Medienberichte und Analystenkommentare und die Posts in den sozialen Medien, dann merkt sie wahrscheinlich viel schneller als ein Mensch, wenn irgendwo was Neues hochkommt oder wenn sich da der Ton vielleicht auch verändert oder die Stimmung dreht oder ja, wenn sich einfach was Neues tut an der Börse. Ob das immer der große Vorteil ist, ist die andere Frage. Aber die künstliche Intelligenz hat dadurch natürlich schon einen Vorsprung vor den anderen. Oder ein anderes Beispiel. Ein Unternehmen veröffentlicht Quartalszahlen. Das ist dann ja immer ein ganzer Wust von Daten. Und nehmen wir an, bei dem Unternehmen, da geht jetzt der Umsatz hoch, der Gewinn runter, sie übertreffen aber beide die Erwartungen und dafür gibt es aber eine unerwartete Wertberichtigung und der Cashflow enttäuscht und kurz danach ein Ausblick, der insgesamt zurückhaltend ist, aber die operative Marge soll steigen. Was tut man mit dem Ganzen? Die Aktie geht wahrscheinlich wild rauf und runter danach, je nachdem, was den Anlegern da eben als erstes auffällt und wie sie das eben auch einschätzen. Aber eine trainierte künstliche Intelligenz, die erfasst das natürlich in einer Sekunde. Und bis der menschliche Händler dann auch reagiert, da ist dann alles schon gelaufen eigentlich. Auch das ein klarer Vorteil natürlich, theoretisch zumindest, weil die meisten Normalanleger, die machen sowas sowieso nicht mit, vielleicht ein paar Trader, aber auch die werden hauptsächlich versuchen, dass sie dann eben auf den Zug noch irgendwie mit aufspringen, aber wahrscheinlich nicht, dass sie die Berichte selber interpretieren. Und was Computer auch sehr gut können, erwiesenermaßen, das sind eben Simulationen und Prognosen zu komplexen Systemen. Wettervorhersagen zum Beispiel, die sind jetzt auch nicht perfekt heutzutage, aber sie werden immer besser. Aber eben auf gleiche Weise auch Konjunkturprognosen, Inflationsprognosen. Da haben wir ja auch tausende von Daten, die widersprechen sich zum Teil, die sind verwirrend. Und die Prognosen, die die Menschen da abgeben, die sind ja eigentlich schon lang mehr oder weniger eher aus dem Bauch raus. Aber entsprechende Modelle, wenn man hat, kombiniert mit künstlicher Intelligenz, da mache ich mal gar keine Illusionen, die werden in Zukunft da bessere Prognosen machen, als wir das können. Das ist aber auch erst die halbe Miete, weil Wachstum und Börse korrelieren ja nicht unbedingt miteinander. Manchmal sind gute Nachrichten auch schlechte Nachrichten, also zum Beispiel so wie jetzt, wenn man sich Sorgen macht, dass gute Wirtschaftsdaten vielleicht schlecht sein könnten, weil dann die Zinsen nicht runtergehen oder so. Die künstliche Intelligenz, die müsste dann also noch mehr leisten können und damit sind wir eigentlich fast schon bei der Königsdisziplin. Sie müsste auch diese Zusammenhänge erkennen können und damit letzten Endes die Gesetzmäßigkeiten. Also wie funktioniert das alles wirklich und wenn man da die und die Ausgangslage hat, was passiert dann als nächstes? Und auch da wird die künstliche Intelligenz bei der Auswertung von den vielen, vielen Daten, die wir haben, erfolgreicher sein eines Tages. Besser als wir das sein können. Sie wird die Muster besser interpretieren wahrscheinlich. Dass man das versucht, Muster zu erkennen und dass man daraus dann sowas rausziehen will wie die Gesetze der Börse, das ist natürlich auch nichts Neues. Das machen die Leute eigentlich schon immer. Die simpelste Variante, das ist die technische Analyse, Mustererkennung für die Hausfrau von heute. Und ich bin auch durchaus der Meinung, das ist ein nützliches Instrument, weil wenn man den Chart sieht von irgendwas, dann sieht man natürlich auch, wie der Markt im Moment dazu steht. Und das ist ja auch schon viel wert. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass ich jeder Art von Mustererkennung eigentlich und vor allem auch der Behauptung, dass es da dann sowas wie Gesetzmäßigkeiten geben würde, dass ich dem schon ziemlich misstraue. Wenn ich in der Vergangenheit Muster gehabt habe, die sich immer wieder wiederholt haben, die meinetwegen dann auch oft bestätigt worden sind, ist das dann schon so eine Art Wahrheit über die Börse oder so eine Art Gesetz? Viele glauben das, viele wollen das natürlich auch glauben. Und natürlich ist ein Muster interessant oder ein Chartbild ist auch interessant. Aber wenn der Markt die erkennt, und das tut er ja meistens,
dann sagt das danach nicht unbedingt noch was irgendwas darüber aus, was man jetzt wirklich von der Situation halten soll, die man hat, sondern so Dinge wie Trends und Unterstützungen und Momentum, die werden dann ja auch zum Teil sich selbst erfüllende Prophezeiungen und die verzerren dann das Ganze eher, als dass sie es abbilden. Und oft verstärken die sich dann ja auch noch selbst und produzieren dann Übertreibungen oder produzieren Untertreibungen. Man kennt das ja tausendfach. Und danach sagt dann jeder wieder, naja, das war eben so eine komische, verrückte Marktphase. Aber selbst wenn man an sowas glaubt und wenn man sagt, wir haben jetzt diese Entwicklung gehabt und daraus folgt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eben diese Entwicklung, auch wenn die fundamentale Situation eigentlich nicht vergleichbar ist, wahrscheinlich. Sie ist mit Sicherheit ein bisschen anders, weil irgendwie ist sie ja immer anders. Aber auch dann muss man sich immer darüber klar sein, es ist eine Sache, wenn man zum Beispiel ein Wettermodell hat und das Wetter prognostiziert, weil dadurch, dass man das Wetter beobachtet, dadurch verändert es sich ja nicht. Aber am Finanzmarkt, da verändert man das Ganze und die Muster, die werden dadurch dann ja auch verschmutzt, weil jeder, egal ob das ein Mensch ist oder eine Maschine ist, versucht dann ja auch das Ganze vorwegzunehmen und schon dadurch werden sich diese Muster nicht einfach so wiederholen. Und je mehr Maschinen dann da sind, die diese Muster ausbeuten wollen, desto weniger Bedeutung werden die Muster dann am Ende haben. Und schlussendlich, die Maschinen werden ja letzten Endes alle die gleichen Muster sehen, sie werden auch relativ ähnlich darauf reagieren und darum wird das Ganze dann wahrscheinlich in Zukunft eher noch chaotischer, als es jetzt schon ist. Die Frage ist, wenn die Börse irgendwann mal beherrscht wird von solchen Programmen, ist es dann noch möglich, dass es trotzdem so eine Art höhere Ordnung noch gibt, die am Ende des Tages den Markt dann doch wieder zurückzwingt in die Realität. Weil interessanterweise, wir haben ja jetzt schon jede Menge Handelsstrategien und automatisierten Handel und alles Mögliche. Aber trotzdem, auch wenn eine Aktie in einem klaren Abwärtstrend eigentlich ist, es gibt trotzdem immer noch irgendwelche Leute, die sie kaufen, wenn sie glauben, dass es schon zu billig ist. Oder wenn ein Unternehmen schlechte Zahlen vorlegt, es gibt immer noch Leute, die die Aktie von dem dann auch abstoßen, auch wenn das dann nicht mustergültig ins Chartbild passt. Es ist erstaunlich genug. Also es gibt anscheinend immer noch Einpreiser, Marktteilnehmer, die eben wirklich noch Entscheidungen treffen auf der Basis von der realen, fundamentalen Entwicklung. Und die können im Moment noch, wenn die Realität nicht mehr passt zu diesen idealtypischen Mustern, die können das anscheinend immer noch aushebeln, zum Teil zumindest. Es gibt sie also noch, sie bewirken also anscheinend noch was. Und das gibt schon auch ein bisschen Hoffnung, dass auch in Zukunft jetzt die Börsen nicht nur beherrscht werden von Algorithmen und von Mustererkennungsmaschinen. Sollen wir als kleine Anleger in Zukunft wirklich noch antreten an der Börse gegen so mächtige Gegner wie die künstliche Intelligenz? Ich sag mal meine ehrliche Meinung, auch wenn es vielleicht hier kontraproduktiv ist jetzt. Wir mit unserem Spatzenhirn, wir haben da an der Börse eigentlich schon lang nichts mehr verloren, wenn man es genau nimmt, weil wir treten schon immer an gegen einen Markt, der unendlich mehr Informationen hat als wir und der auch unendlich schneller ist als wir. Aber trotzdem sind wir noch da und viele von uns ja sogar erfolgreich. Und das liegt auch daran, dass man an der Börse eben nicht nur Linien und Kurven handelt, sondern dass man eben Anteile mit an echten Unternehmen handelt, mit echter Substanz, echten Geschäftsmodellen. Und an die dürfen wir auch Erwartungen haben. Und dass wir Entscheidungen treffen können auf der Basis auch von Argumenten, dass und diese Argumente sogar ab und zu auch mal stimmig sind, obwohl die Welt verrückt ist. Und dass es sogar an der Börse auch bis jetzt immer noch ein bisschen Platz gegeben hat für sowas wie gesunden Menschenverstand, das ist positiv zu sehen. Vielleicht sehe ich das ja viel zu romantisch, aber ich gehe davon aus, erstmal wird es schon so bleiben, bis auf Weiteres. Man wird sehen.
Und um jetzt auf das Thema Frauen vom Anfang nochmal zurückzukommen. Ich wollte das mit dem Auto vervollständigen ja hier mal demonstrieren auch, weil ich habe eigentlich vermutet, wenn ich bei Google eingebe, ich habe nichts gegen Frauen, dass dann automatisch ergänzt wird, aber nur was ist stattdessen gekommen? Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. Ich weiß jetzt nicht, auf wen das ein schlechtes Licht wirft, ob auf Google oder auf die Google-Nutzer oder auf mich selber, weil das vielleicht irgendwie personalisiert ist. Und anscheinend gibt es ja auch ein Buch, das so heißt, das da wahrscheinlich auch relativ oft gesucht wird. Aber trotzdem, so richtig korrekt ist das natürlich nicht. Und ChatGPT ist auch nicht viel besser. Wenn Sie das fragen, wie viele biologische Geschlechter gibt es, wissen Sie, was Sie dann als Antwort kriegen? 2. Also auch ChatGPT muss noch sehr viel lernen, bis es mal angekommen ist in unserer Gesellschaft. Und das Thema haben wir natürlich in China hoch 10. Eine künstliche Intelligenz, die soll ja alles viel besser wissen, aber wehe, wehe, das passt dann mal nicht ins politische Umfeld. Und wenn man in China eins nicht braucht, dann einen Chatbot, der einem zum Beispiel erklärt, was die beste Staatsform sein könnte. Und daran sieht man es auch mal wieder, Intelligenz wird völlig überschätzt. Entscheidend ist immer die Ideologie. Und daran wird sich die künstliche Intelligenz noch lange auch die Zähne ausbeißen. Und auch darum geht es natürlich in unserem Gratis-Zukunftsmärkte-Report heute zu den Chatbot-Aktien aus China. Und den können Sie sich jetzt, wie gesagt, auch holen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.